Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Willkommen zurück bei Pokémon, einer blauen Edition, die so blau ist, dass ich schon wieder voll wie ein Eimer bin. Was? Egal, willkommen zurück bei... Wer ist denn das? Also ich meine nicht Zubat. Sondern ich meine natürlich den netten Herrn in Schwarz hier oben, der das kleine Schwarze trägt. Hallöchen! Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Und ich habe eine Peitsche. Was willst du mir damit sagen? Sandan! Ein Pokémon vom Typ Boden! Wie ich finde, ein sehr nützliches Pokémon. Durchaus. Ich hoffe, wir fangen auch noch eins. Oh, komm, wirklich. Oh, auch mit dem Scheiß, ey. Weißt du, wenn du mir so kommst, weißt du, was ich dann mache? Ich wette, der macht jetzt nochmal Sandwirbel und dann bringt mir der ganze Rankenhieb. Scheiß da auch nichts mehr, ey. Ich hab's so gewusst. Und ich wette, der geht... Oh, er trifft. Gut. Oh, Level für Sandan. Wahnsinn. Sandan? Ich meine, wie viel Radfahrt und er lernt Hypertan. Hyper. Ja, kann kräftig zuweisen, auch im hohen Alter noch. Mit diesem Zahn. Und Radfratz kommt. Ja, das ist cool. Sollen wir direkt mit dem Hyperzahn nehmen? Haben wir nicht. Aber. Weil der ist jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Der Status mit der Genauigkeit. Wenn ich ihn einmal auswechsel, ist der immer noch. Ich glaube, der müsste immer noch da sein, oder? Solange wie der Kampf läuft. Deswegen setze ich ihn jetzt nicht nochmal ein. Setz einfach mal Arcanian ein. Eieiei, Volltreffer. Hornattacke. Ich bin richtig horny heute wieder. Und dann... Eieiei, nicht auch noch meine Verteidigung hier senken. Was fällt dir denn ein? Bitte unterlassen Sie diesen Blödsinn. Eieiei, jetzt geht das aber auch nicht ab hier. Und tschüss. Arcanian, das war wieder verlustreich. Aber ein Level. Oh, wunderbar. Was mit dem Leveln funktioniert zumindest. Zubat kommt. Ja, haben wir ja auch ganz selten hier. Gott sei Dank, endlich mal ein Zubat. Endlich treffe ich mal persönlich ein Zubat. Das ist ja Wahnsinn. Weißt du, das ist einfach kaum stärker wie die sonst hier in der Höhle rumflattern. Du hast es also auch noch kaum trainiert. Team Rocket ist so faul, was das Trainieren der Pokémon angeht. Hauptsache mit der Peitsche schwingen, weißt du? Das ist wieder so typisch. Oh, Blutsauger, ich erschaudere. Ich brutzel dich. Adios, amigo. So, 126. So mag ich das. So liebe ich das. No, not into the pit. It burns. Wollte ich an der Stelle nur loswerden. Verdammt. Wie erkläre ich das meinen Partnern? Du hast mehrere Partner? Uiuiuiui. Egal. Ein wildes Kleinstein. Ich mag Kleinstein. Oh, das ist so cool. Arschkeks bringt mir nichts. Ich will. Komm, Hyperzahn. Zeig mal, wie kraftvoll du zuweisen kannst. Eieiei, wunderbar. Gleich nochmal, wir haben ja 14 noch davon. So, und ich denke, ein Tackle sollte dich zumindest nicht töten. Nee, wunderbar. Und er sollte jetzt eigentlich geschwächt genug sein, damit wir ihn fangen können. Ich mag Kleinstein. Oje, oje, oje. Yeah! Cool! Wir haben einen kleinen... Ich mag Gesteins-Pokémon tatsächlich sehr, auch wenn sie wahnsinnig viele Schwächen haben. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Komm, hör auf! Deswegen nennen wir ihn auch liebevoll. Ich habe ihn tatsächlich immer so... Seit ich ein Kind bin, nenne ich ihn immer so. Ein Stück weit auch an Anlehnung.
Auch wenn ich die Figur erst später kennengelernt habe, aber da fand ich es richtig cool. In Final Fantasy 9 gibt es auch eine Figur, die Steiner heißt, und die hat mich deswegen immer an meine Kleinsteins erinnert. Die ich immer Steiner genannt habe. Ich weiß nicht warum. So, du bist jetzt Steiner. Steiner wurde auf den... Und ich rede nicht vom Angriff Steiners, der Befehl war. Das kannte ich nämlich damals noch gar nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir ein cooles Kleinstein gefangen. Und jetzt haben wir bestimmt Level 10 Kleinstein. Wetten? Ja, scheiße, ich hab's gewusst. Flucht. Trainieren können wir später. Jetzt müssen wir natürlich immer... muss natürlich jetzt immer so die... ja... Sagt mir jetzt, den Kompromiss finden zwischen trainieren und hier mal in der Story ein bisschen voranmachen. Klingt gar nicht so einfach hier. So, da oben ist noch eine Leiter, wie ihr seht, oben links. Auf einmal stolperst du über einen Kleinstein nach dem anderen. Aber Gott sei Dank, das ist wenigstens nur Level 8. Aber das ist natürlich auch ein blöder Gegner jetzt für Radfratz. Wir könnten natürlich alternativ, für den Fall, dass es jetzt nochmal ewig jetzt auftaucht, einfach mal unseren Blumio hier hinsetzen. Dass der vielleicht noch ein bisschen Erfahrung dazu bekommt. Ah, jetzt kommen natürlich wieder die Zubats. Das ist irgendwie komisch. Das Spiel verarscht mich doch. Vor allem haben wir noch nicht ein Paras hier bisher getroffen. Wird auch mal Zeit dafür. Und ich weiß gar nicht, gab es hier drin schon Onyx? Ich glaube schon. Oder noch nicht? Egal. Oh, der nächste. Der nächste Rocket-Typ. Wir drehen hier richtig dicke Dinger. Mach dich von Acker. Ich zeig dir meine dicken Dinger. Was? Egal. Cool. Das R steht nicht für Rocket. Das R steht für Rügel. Oder für Ärger. Denn jetzt gibt es Ärger und es kommt noch härter. Ach nee, halt, das ist ja euer Text. Super Schallweiße. Da kann ich, da kannst du dir nicht ausdenken, hier so eine Kacke. Ja, das ist aber typisch. Ja, dafür gibt es einen Egelsamen in die Fresse. So. Oh, er wurde bepflanzt. Aber bekomme ich wenigstens ein bisschen Energie zurück. Das ist nur Entschädigung hier in dem Fall. So, Arschkeks. Es ist tatsächlich kein Vergnügen. Hier so, nur so mit Level 12, Level 13, Level 14 reinzugehen. Da musst du doch schon ein bisschen mehr haushalten, als es vielleicht normalerweise der Fall wäre. Aber so ist es halt auch spannender. Dauert vielleicht ein bisschen länger, ist aber auch spannender. Muss man ja dazu sagen. Spannung, Spiel und Schokolade, das wünschen wir uns auch. Oh, du bist paralysiert, wunderbar. Ja, die hole ich mir aber direkt wieder zurück. Tut mir leid. Ich hole mal meine Energie einfach wieder. 69 Erfahrungspunkte. So. Rettern. Ich bin ja echt nicht mehr zu rettern hier. Ich bleib mal bei Arschkeks. Im Zweifel immer beim Arschkeks bleiben. Da kann nichts passieren. Volltreffer. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Seine Attacke schlug auch noch fehl. Ach, das haben wir gewonnen. Yippie! Ordentliche Erfahrung und Level 15 schon. Wahnsinn, und damit bist du jetzt genauso stark wie mein Starter-Pokémon. Du bist harten Nuss, Kleiner. Weißt du, erst wolltest du mir deine dicken Dinger zeigen, jetzt redest du von Nüssen. Was soll ich von dir halten? Egal. Rügel findet TM0A, die erste TM ihres Namens, die jemals erfunden wurde. Es ist Mega Hieb. Und Mega Hieb können tatsächlich einige erlernen. Also Arschkeks in dem Fall. Mache ich aber nicht. Wobei das eigentlich wäre es ganz gut, ihm mal eine physische Attacke beizubringen. Nicht nur Donnerschock. Aber alles zusammen. Pipi? Dich hatte ich hier überhaupt gar nicht mehr auf dem Zettel. Okay. Dich hatte ich hier echt überhaupt nicht auf dem Zettel. Ist ja Wahnsinn.
Sehr gut, mein Angriff sinkt, das ist auch ganz praktisch. Tackle. Das kann jetzt natürlich böse werden für Blumio, aber so gehen wir auf Nummer sicher. Angriffstechnisch, wenn das jetzt kein Volltreffer wird, dann wunderbar. Ich glaube, ich kann noch einmal, auch wenn es... Ja! Ist natürlich immer riskant, sowas. So. Aber das sollte hinhauen. Weil Pipi ist ein Pokémon mit relativ viel HP. Und das heißt, du musst sie schon ein bisschen runterschwächen, damit sie sich nicht mehr aus dem Pokéball befreit. Gut, wir haben jetzt Pipi. Okay. Oh, schön. Dieses seltene Pokémon hat durch sein niedliches und zauberhaftes Erscheinungsbild viele Bewunderer. So, okay, mit anderen Worten. Ihr wisst, wie wir Pummeluff genannt haben. Das hier ist auch so ein Gegen. Hat viele Follower aufgrund seiner Niedlichkeit, so nach dem Motto. Das ist jetzt einfach mal Dagi. Och, Mann, ihr werdet mich so hassen. So, Blumio. Dich brauchen wir leider, deswegen kriegst du mal den zweiten Trank. Hier. Drei haben wir noch. Aber das sollte auch ausreichen. Rügel findet Äther. Aber dazu kommen wir später. Gut. Ja, gehen wir mal weiter, nicht? Im Mondberg gibt es ja noch einiges zu tun. Zubats begegnen zum Beispiel. Oh, oder Kleinstein. Komm. Oh, Level 7. Na, damit wischt sich Blumi jedoch den Hintern ab. So, wir müssen natürlich mit unserem Rankenhieb trotzdem ein bisschen haushalten, aber... Auf der anderen Seite vielleicht nicht schlecht, wenn wir Blumio auf Level 16 langsam mal kriegen. Also von daher, nimmt ja die Erfahrung einfach mal mit. Passt schon. Und dann gucken wir mal. So, halt. Halt, stopp. Hier geht's lang. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Gut, hier oben müsste nämlich eigentlich noch eine... Ja, da ist es. Und da ist so ein fetter Typi. Und das dürfte der erste Wandersmann sein. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein etwas dickerer, kräftigerer Rocco. Und ja, wir haben ja Blumio schon ausgerüstet. Das ist auch genau richtig, denn dieser Wandersmann ist ganz schön hart. Hilfe! Überfall! Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Siehst du? Voll der harte Mann. Oh mein Gott. Hoi! Wanderer setzt Kleinstein ein. Ein Kleinstein ein. Super, finde ich super. Rankenhieb. Tschüss. Habt ihr schon mal eine Blumenranke gesehen, die stark genug war, um irgendwie Felsen oder Gestein irgendwie zu zerkratzen? Auch nur irgendwie, geschweige denn irgendwie zu zerschmettern? Tja, und trotzdem ist Rankenhieb sehr effektiv gegen Steine. Das ist wirklich kurios, aber egal. Wer kommt jetzt? Ach, immer noch ein Kleinstein. Okay, machen wir nochmal Rankenhieb. Haben wir noch ein bisschen. Dies passt schon. Juhu! Und ein Level! Endlich! Blumio! Sehr schön. Wanderer wird Onix in den Kampf schicken. Onix? Onix. Oh, das war nix. Oh, nix. Auch noch Volltreffer, der arme Onix. Gut, wir haben den Wandersmann besiegt. Herrlich, ist das nicht wunderbar? Wow, du hast mich total überrumpelt. So bin ich. Hey, oh mein Gott, Blumio entwickelt sich. Oh mein Gott, was mag jetzt geschehen? Zu welchem Monster wird er werden? Wird er? Hallo, ich bin Marcel Davis. Er wurde zu einem Bisaknosb. Hallo, Bisaknosb. Ja, kann ich jetzt den Bisasam-Spam gar nicht mehr verwenden? Ist das bereits das Ende des Bisasam-Spams? Wer weiß, wer weiß.
Tja, wichtig ist nur, wir werden uns erstmal ein neues Item da oben schnappen. Bisa-Knosp! Bisa-Knosp! Wow, heftig, ey. Aber leider werden seine Attacken durch die Weiterentwicklung nicht aufgefüllt. Insofern müssen wir trotzdem mit ihm haushalten. Wir haben einen Mondstein gefunden, der fliegt und siegt. Und der wird noch wichtig, wenn wir einen echten King Hakinien haben wollen. Gut. Hier ist kein Spielplatz. Zieh Leine, Kleiner. Irgendwie habe ich ihm jetzt jedes Mal, wenn ich ihn vorgelesen habe, eine andere Stimme gegeben. Ich glaube, der ist einfach schizophren. Ja. Ja, ein neuer Audiospam für Bisasam? Bisa-Knosp! Bisa-Knosp! Wer weiß. So, Dille. Ein neuer Abschnitt im Mondberg. Aber was mag uns dort Verruchtes, schrecklich, Schockhörendes erwarten? Jo. Dann reden wir doch mal mit ihm. Schon wieder ein Rocket? Ging Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Oh yeah. Rocket möchte kämpfen. Rocket setzte. Das ist ja radikal, ein Radikal. Wahnsinn, ey. Kriegst du direkt mal Egelsam in die Fräse? Da kenne ich nämlich echt gar nichts mehr. Yo. Du wurdest bepflanzt und gleich gibt's richtig aufs Maul hier von meinem Arschkeks. Richtig aufs Maul vom Arschkeks hier. Oh, Ruckzuckhieb. Ich bin erschüttert. Holy smokes. Weed every day. Donnerwelle. Paralysier ihn wenigstens, dann haben wir eventuell was von. Und die Attacke schlug fehl. Wunderbar. Ist das nicht wunderbar? Sehr gut. Jetzt können wir doch mal einen Donnerschock anbringen. Und die nochmal ordentlich schaden. Naja, theoretisch. Auch noch ein Volltreffer. Hyperzahn. Na, warte. Konsolenfalke wird dabei sofort drauf gehen. Das könnte jetzt schwierig werden. Arschkeks wurde besiegt. Und das ist natürlich jetzt... Bisa-Knosp. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Egal, Rankenhieb. Oh, ich kann nur hoffen, dass er ab und zu mal paralysiert ist. Weil ich kann jetzt hier auch natürlich nicht... Alter, das gibt's doch nicht. Macht der einen Schaden? Ich kann jetzt natürlich auch nicht all meine... Rankenhiebe hier einsetzen. Boah, Level 17 direkt. Das hat sich gelohnt. Aber das war auch wirklich, glaube ich, der schwierigste Gegner jetzt hier drin. So. Ich bin sauer. Du siehst aber eigentlich recht gefasst aus dafür, dass du gerade richtig von mir verprügelt worden bist. Schon lange vor den Menschen. Jetzt kommt jetzt so eine Geschichte, weißt du? Haben Pokémon hier gelebt. Jo. Bald nicht mehr. Bald habe ich sie alle ausgerottet. Goddarott sem alle aus. Was? Gotta kill them all. Das ist ja auch ein richtig guter Werbespruch für das Spiel gewesen. Seinerzeit. Oh Mann, oh Mann. So eine Pokémon Halloween irgendwie Edition. Gotta kill them all. Das gefällt mir jetzt irgendwie richtig gut. So. Lassen wir mal die kostenlose Trainingseinheit, weil jetzt geht es langsam aber sicher nur noch darum, hier einfach heil rauszukommen. Trainieren kann ich zur Not auch noch vor Azuria City. Das ist alles nicht so das Thema. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir langsam aber sicher aus dem Mondberg rauskommen, weil ein paar Trainerkämpfe erwarten uns natürlich noch und die will ich machen. Was mit dem Leveln hier nicht so einfach ist. Gut. Richtig, richtig schlecht ist, ich habe keinen Beleber. Was die Sache schwierig macht. Oder etwa doch nicht? Tja, Leute, ich habe da einen coolen Trick.
Und zwar benutzen wir jetzt mal einen Sonderbonbon beim Arschkeks. Ja, er steigt dadurch um ein Level. Wir bekommen noch Sonder... Und er lernt sogar Ruckzuckhieb, super. Wir bekommen ja noch Sonderbonbons, insofern ist es nicht schlimm, das zu opfern. Und dadurch bekommt er jetzt zwei KP wieder zurück. Und das heißt, wir können jetzt auch nochmal einen Trank bei ihm einsetzen. Also es ist besser als nichts. 22. Dann setzen wir unseren zweiten. Wobei, bei Blumio brauchen wir noch nicht unbedingt. Hakinien, weiß ich nicht, ob wir den nochmal... Wir sparen uns die beiden Tränke nochmal auf. Wenn jetzt natürlich Pikachu wieder von einem... Also Arschkeks wieder von einem Volltreffer getroffen wird, dann könnte es natürlich wieder vorbei sein. Aber das ist eine Art und Weise, Pokémon zur Not auch wiederbeleben zu können, wenn ihr keinen Beleber dabei habt. So, egal. Wir vom Team Rocket werden Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Ganz schön viel Aufwand für ein paar Poké-Dollar. Wie viel hast du? Zwei Stück? Das ist doch lächerlich. Oh, und ein Radfratz. Komm, weg mit dir. Du bist Abfall. Ha? Okay. Direkt mal Egelsamen in die Fräse hier. So. Und dann mal ordentlich... Kannst du jetzt mal aufhören hier mit Ruckzuckhieb? So. Zum Glück bin ich ein richtiger Schmarotzer. Oh, super. Das hat richtig Schaden gemacht. Hätte ich gar nicht erwartet. Und nochmal ordentlich Schaden. Ja, Rutenschlag ist jetzt eher nicht so die beste Variante gewesen, um das hier zu regeln. Weil jetzt bist du nämlich quasi besiegt. Tschüss, Radfratz. Im nächsten Leben sehen wir uns nochmal wieder. Unser Bisa-Knosp regelt das hier. Zubat, möchtest du das Pokémon wechseln? Und ja, natürlich wollen wir das. Denn dafür haben wir ja Arschkeks. Im Zweifel hat man immer ein Arschkeks dabei. Hurra! Was? Legt's mir... Oh ja, klar, da weißt du. Unfassbar. Komm, Konsolenfalke, probier's mal. Arschkeks, super. Der Blutsauger wird nicht funktionieren gegen meinen Konsolenfalken. Ist ja eher nicht so effektiv. Hör auf, nicht effektive Sachen zu machen. So. Yay! Und ein Level für meinen Konsolenfalken. So muss das. Gürr. Das gibt es nicht. Gut. So, jetzt setzen wir vielleicht doch mal einen Trank ein, weil unser Bisa-Knospe hat natürlich ein bisschen KP verloren. Und für den finalen Kampf sollten wir Bisa-Knospe vielleicht besser haben. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und da wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist oder nicht. Weißt was, die Fossilien? Die mache ich so, wie ich will. Ob sie nun passt oder nicht. Du alter Streber. Oh, Slimer. Gut. Gut zu wissen, dann war Blumio die richtige Wahl. Den tackeln wir kaputt. Oh, ein volles Pfund in die Fräse. Und bitte kein Tackle blockieren. Gut. Hat so notwendig mit Egelsamen gearbeitet, aber... Ach, Heuler blockiert. Das ist doch lächerlich. Kannst du jetzt mal aufhören, meine Attacken aussetzen zu wollen? Was ist das denn? Slimer wurde besiegt. Streber wird Voltobal in den Kampf schicken. Das Pokémon wollen wir nicht wechseln, weil auch das ist ein richtig guter Gegner für unseren Blumio.
auch wenn unsere Verteidigung sinkt. Und immer weiter sinkt. Aber wenigstens werde ich nicht mehr blockiert. Ein Glück. Ja, was machst du denn? Wieso Es ist eine gute Idee, den Status des Gegners zu senken. Aber dreimal hintereinander, ohne auch nur einmal angegriffen zu haben? Vielleicht eher nicht. Level. Guckt euch das an. Richtiges Spezialtraining für ihn. Smog, oh Gott. Smoke. Es ist Smogweedon. Smogon. Wahnsinn. Eigentlich ein Fall für Arkinien, oder? Mal gucken, ob wir das schaffen. Smoke. Könnte mit dem Level schwierig werden und vor allem damit, dass wir nur noch 14 KP haben. Haben wir mal Hornattacke. Ah, das ist nicht so doll. Sein Tackle ist wahrscheinlich ein bisschen stärker. So, ich habe ja noch einen Trank. Und für die anderen sieht es sehr gut aus. Wir probieren es einfach mal, ob Arkinien das schafft. Nochmal Hornattacke. Jeps. Oh, Smog. Genau das wird nämlich gegen Arkinien leider nicht funktionieren. Smoke. Smoke und dann geht's auch noch daneben. So, tschüss. Arkinien regelt. Immer. Und Level. Das hat sich ja voll gelohnt. Und wir haben endlich Giftstachel. Wunderbar. Endlich können auch wir Gegner vergiften. Also ich glaube, dieser Part hat sich voll gelohnt. Auch wenn es wieder mal ein sehr, sehr langer war. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ihn an dieser Stelle gerne beenden. Was ich mir für ein Fossil aussuchen soll? Tja, Leute, das dürft einfach mal ihr entscheiden. Denn wahrscheinlich geht's mit Pokémon erst so in 2-3 Tagen weiter. Eher so in 2 Tagen. Und bis dahin lese ich mir fleißig die Kommentare durch. Und ja, für welches Fossil soll ich mich entscheiden? Soll ich mich entscheiden für das Dom, das Göllner Dom-Fossil? Oder für das Helix-Fossil? Ihr dürft entscheiden, Domfossil oder Helixfossil. Für diejenigen, die nicht wissen, was drin ist, entweder googelt ihr es oder lasst euch überraschen, schreibt einfach in die Kommentare Domfossil oder Helixfossil und ihr entscheidet dann, welches Pokémon wir uns holen werden. Gut, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.